Ja, ein Hallöchen und willkommen zu einer, ich sag mal, keiner neuen Let's Play-Reihe, aber, ja, wie soll ich es nennen? Ist auf jeden Fall ein neues Format. Nenne ich es mal Let's Vorschau oder irgendwie sowas in der Art. Denn es wird keine, sag ich mal, Storyline, Blindspiel oder sonst sein, was sein. Nein, das Projekt starte ich auf meinem Twitch-Kanal, ne? Wenn ihr Lust habt, Dragon Ball zu sehen. Kommt später zu Dragon Ball, was genau das Spiel ist, wie das funktioniert etc. komme ich dazu noch gleich. Aber wenn ihr Bock drauf habt auf das Projekt und schon irgendwo Informationen geschnuppert habt, ja, besucht mich auf jeden Fall auf meinem Twitch-Kanal, denn dort zeige ich auf jeden Fall Live-Kämpfe und ja, alle jegliches Zeug, was man auf Twitch zeigen kann, ne, im Livestream. Aber hier, willst du mit mir questen? Das ist interessant. Nein, Kamerade, jetzt nicht. Naja, Fakt ist, ich werde hier auf YouTube, sag ich mal, ab und zu mal eine Dragon Ball Folge Xenoverse mal reinhauen. Warum das Ganze? Ganz einfach mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise Highlights oder halt geile Kämpfe auch mal zeigen. Das will ich auf jeden Fall mal, ja, ab und zu mal hochladen. Das ist der Sinn der Sache. Storyline-mäßig gut, ab und zu mal vielleicht auch, aber das soll jetzt kein Let's Play, großer Let's Play, sag ich mal, Start sein. Denn das Ganze mache ich schon auf meinem Twitch-Kanal und dann wäre das alles doppelt und jo, macht auch keinen Sinn irgendwie. Noch eins vorweg, wundert euch nicht, dass die Kamera so ein bisschen bei mir Käse ist. Das liegt an meinem Controller. Der ist nicht so geeignet für sowas. Deswegen mit der Maus hier werde ich parallel, also ich spiele mit Controller, aber parallel dazu benutze ich auch die Maus. Ist ziemlich strange, aber ist halt so. Kann man nichts machen. So ist das halt. So, wir gehen aber jetzt erstmal in so einem Offline-Parallel-Quest. Also kurz zur Info, Moment, das ist die Welt, sag ich mal, ne? Ihr landet hier auf jeden Fall auf diese Welt, diese Map, diese Stadt. Und es gibt drei Bereiche, ganz unten gibt es links Industriegebiet, dort könnt ihr verschiedene Sachen kaufen, euren Charakter so aufrüsten, so verbessern, dass er halt nicht so aussieht oder nicht so stark ist wie alle anderen hier. Also man kann ihn so gestalten, wie man es möchte, das ist eigentlich richtig toll gemacht. Bevor man überhaupt hier hinkommt, hat man die Auswahl von 1, 2, 3, 4, 5 Klassen, 5 Rassen, und zwar Namekianer, Erdlinge, Saiyajins, Buu und Freezer. Ne, das sind halt die, sag ich mal, Rassen, die man auswählen kann. Wenn man das gemacht hat, kann man auch dann, sag ich mal, zwischen weiblich und männlich auswählen. Wenn man das auch gemacht hat, umso besser, dann hat man alles. Auch da gibt es kleine Unterschiede, weiblich und männlich. Da muss man auf jeden Fall unten im Text steht das beschrieben, was weiblicher Char zum Beispiel besser kann als der männliche Char. Steht alles beschrieben, also ihr könnt euch auf jeden Fall alles aussuchen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euch euren Charakter noch gestalten, das heißt Haarfarbe, Frisur, soll er schmal, groß sein, wie bei anderen Online-Rollenspielen kann man den saugut, sag ich mal, so gestalten, wie man es möchte. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache, muss ich sagen. Und ja, dann kommt man auf jeden Fall hier, ne, Industriegebiet, Zeitfeld ganz oben und Zeitmaschine, Landeplatz. Ja, wir fixieren uns, sag ich mal, Industriegebiet interessiert mich gar nicht jetzt, denn es geht erstmal um die Quest. Die Main-Quest werde ich nicht verfolgen jetzt hier im Let's Play, sag ich mal, oder Let's Vorschau. Die werde ich dann weitermachen auf meinem Twitch-Kanal. Also unten unterm Video findet ihr auch meinen Twitch-Kanal. Hier werde ich jetzt, sag ich mal, ab und zu mal eine Parallelquest machen, um euch einfach zu zeigen, wie das ganze Spiel hier funktioniert. Highlights etc., wie auch immer, was da zustande kommt. Also, Suche nach Questhelfe. Tut mir leid, ja. Ja, sehr viele Leute suchen halt auch, ne? Das ist auf jeden Fall cool. Es gibt auch den Chat, den habe ich bis jetzt eigentlich nie benutzt. Alter Schwede, hier kamen ja richtig viele. Ach nee, die nicht, die darf ich noch gar nicht benutzen. Die benutze ich. Diese Quests hier habe ich ja, sag ich mal, freigeschaltet, weil ich halt mit der Story weit war. Aber um einfach, sag ich mal, heute mal einzusteigen, fange ich einfach mit der ersten Quest, was ist heute los? Mit der ersten Quest an. Aber die ist wiederum ein bisschen Tutorial-lastig, deswegen Wettkampf-Team. Ja, nehmen wir die. So. Und schauen uns das ganze Gameplay an, etc. Wie gesagt, zwischendurch kommen mal halt ein paar Videos rein, wie das Ganze ist. Wenn ihr Fragen habt, einfach unterm Video schreiben, ich werde es auch beantworten. Dafür bin ich auch da. So, ich werde das Ganze alleine rocken. Denn man kann das auch alleine spielen und dann bekommt man eine größere Belohnung. Jetzt gucke ich hier auf meinen Controller, was... Leertaste, fertig.
So, ich werde mit einem Charakter hier rocken. Weil, wie gesagt, das ist die allererste Quest, das kriegt man hin. Und dann sage ich mal so, Schritt für Schritt zeige ich euch in jedem Video auch die Quests, beziehungsweise, ja, was man so holen kann im Spiel. Auch die Shops zeige ich euch. So ein kleines Tutorial-Video, sage ich mal. Aber ich werde mich da jetzt nicht groß fixieren auf der Main-Story-Quest. Die könnt ihr auf jeden Fall auf meinem Twitch-Kanal verfolgen, wie ich es schon gesagt habe. So. Ja. Let's go. Also 3 gegen 1. Das ist doch mal fair. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht die Welt, weil sich hier nicht was verändert hat. Also grafisch-mäßig ist das einfach grandios. Aber das kennt man halt von Dragon Ball. Ich sag mal, jedes Dragon Ball Spiel, was ich jetzt so gespielt habe, auch auf der PS3, war immer von der... Also grafisch wurde das immer, sag ich mal, getoppt. Ne? Also immer wieder. Ich bin aber trotzdem, sag ich mal, der Budokai-Spieler. Fan auch. Weil, ich weiß nicht, Budokai 3 war auf jeden Fall ein Meilenstein in der Szene von Dragon Ball. Und das war auf jeden Fall sehr spaßig, das Ganze. So, das ist so eine Special-Attacke. Bam, bam, bam. K.O. Die kann man aktivieren, wenn man halt die richtige Key-Leiste vollgeladen hat. Kann man wie bei anderen Dragon Ball-Spielen auch so eine Special-Attacke machen. Tastenkombination kann man sich hier rechts unten sehen. Ich mache das jetzt über Joystick. 4, 3, 1, 2. Und dann halt noch eine Taste drücken und dann passt das schon. Hier. Ach, shit. Jetzt ist der daneben gegangen. So, komm her, mein Freund. Die sind zu schnell tot. Also, ich bin aber auch sehr... Ich habe auch ein hohes Level, muss ich ehrlich sagen. Ja, diese Attacke habe ich nicht als Standard bekommen. Jede Attacke, die man hier so hat, kriegt man nicht als Standard. Klar, man hat ein paar Standard-Attacken, die man hat. Aber früher oder später muss man sich halt mehrere Attacken beibringen lassen. Sonst ist man einfach viel zu schwach. Ne? Sonst ist man viel zu schwach. In dieser Attacke, die ich jetzt gerade angewendet habe, Gallic-Strahl, habe ich von Vegeta gelernt. Denn Vegeta ist mein Sensei. Ne? Man kann sich ja auch hier verschiedene Sensei auswählen. Und erstmal war das Piccolo, wie man hinten gerade jetzt schon sehen kann. Und dann hatte ich keinen Bock auf Piccolo. Dann kam Vegeta zustande und dann habe ich mir den Sensei Vegeta gekreist. Und das ist auf jeden Fall, sag ich mal, nicht verkehrt. Okay. So, das ist eine Special-Attacke, die ist so geil. Die habe ich auch gerade eben kurz angewendet. Aber ich liebe die. Die macht auch guten Damage, falls der Gegner jetzt nicht blockt. Ne? Ist ja klar. Wenn er blockt, tut das halt nicht so weh. Oh, come on. Sehr schön. Ja, das Coole an diesem Spiel ist auf jeden Fall, man kann auch mit Freunden spielen, online-mäßig. Ich bin auch auf jetzt im Online-Bereich unterwegs, deswegen haben mir auch Leute gerade geschrieben. Man kann online spielen, zu dritt, sag ich mal, andere drei Gegner weghauen. Oder auch alleine, wie man das möchte. Und das ist eigentlich ganz schön. Und das Coole daran ist, man kann auch questen. Und zwar mit dem Kumpel, Freundin, was auch immer. Man muss nicht alleine hier rumgehen. Nur die Main-Story, die muss man halt selber machen. Denn man ist der Hauptcharakter. Und man spielt als Hauptcharakter in dieser Main-Story. Die muss man halt alleine machen. Aber das ist ja auch nicht wild. Aber Schwierigkeitsgrad wird immer schwerer. Also muss ich echt sagen, ne, das wird immer ein bisschen schwieriger. Und ich finde es nicht mal schlecht, ne? Das reizt immer wieder, dass man neu, sag ich mal, neu versucht das Ganze. Und auf jeden Fall ist das nett. Sonnenfaust, cool, eine neue Attacke sogar bekommen. Klar, wenn man halt mit einem Charakter hier zockt, kann es durchaus sein, dass man halt noch eine Zusatzbelohnung bekommt, als wenn man mit drei Mann hier spielt und zusätzlich auch der Rang. Ne? Ich habe jetzt Rang Z, das ist der beste Rang. Hier, Vegeta, mein Meister, Sensei. Was mich nicht so gefällt, ist bei der Lobby hier, dass die Charaktere so aufploppen. Ne? Plötzlich sind die da irgendwie. Oh, ich kann den sogar verschieben. Er selber steht wahrscheinlich oder sitzt da unten. Nur ich kann ihn hier verschieben. Ne? Also er selber ist hier. Aber ich kann ihn verschieben. Das ist halt nicht so prickelnd. Aber ich... Naja, ich sag mal so, ist auch viel zu klein. Ne? Wirklich viel zu klein für so viele Menschen, die hier das Spiel spielen. Dass das so eine die ganze Karte ist. Würde ich mich freuen, wenn irgend mal ein DLC kommt mit einer größeren Map oder so. Das wäre richtig nice. Das wäre auf jeden Fall nice. Eins vorweg noch. Hier, Raditz, den kann man auch als Sensei nehmen, wenn man will. Eins vorweg nochmal, das Spiel ist für alle Konsolen, also PS3, PS4, Xbox One und Xbox 360 und
für den PC erhältlich. Und das für PC wusste ich nicht mal. Sonst würde ich diesen Part ja schon länger rausbringen. Deswegen spiele ich das auf PC, weil ich halt keine der Konsolen habe, die ich gerade erwähnt habe. Aber auf jeden Fall PC habe. Und das finde ich richtig geil. Und deswegen habe ich gesagt, ja, machst du zwischendurch auch mal so ein kleines Let's Vorschau, Let's Play, wie man es auch nennen möchte. Ist ja auch wurscht. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Saiyajins greifen an. Ne, Saiyajins Angriff, okay. Man sieht auch Schwierigkeit unten, ne? Ein Sternchen, zwei Sternchen. Ne? Je nachdem, Zeitlimits, auch die Belohnung sieht man. Wenn man nach rechts geht, sieht man auch, wie gesagt, die Belohnung, beziehungsweise auch das, was man bekommen kann. Genau. Sonnenfaust habe ich doch gerade bekommen. Warum ist das grau? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, man sieht auch noch die Sachen, die man eigentlich noch bekommen kann. Son Gokus Muten Roshigi. Okay. Ja, Fakt ist, mit dem Gold, Zeni heißt das hier, muss man halt früher oder später, sag ich mal, sich auch Kleidung holen, ne? Ist ja auch wichtig, seinen Charakter ein bisschen aufpimpen. Gehen wir mal eine Stage weiter. Das ist hier so, sag ich mal, was ganz Schönes hier. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, ne? Ist jetzt nicht verwirrend alles. Boah, alter Schwede, sieht der gut aus. Und, ja, eins vorweg noch, das habe ich gar nicht jetzt erwähnt. Gehen wir mal kurz anpassen. Gehen wir mal ins Menü raus. Ausrüstung ändern. Wie gesagt, hier kann man sich die Ausrüstung ändern. Kopfbedeckung, beziehungsweise Kampfanzug, Uniform, Handschuhe etc. Und natürlich auch rechts dann die Farbe und etc. Ne, das kann man alles ändern. Was auch ziemlich cool ist, sind die Fertigkeiten. Wenn man halt eine neue Fertigkeit erlernt hat, klickt man drauf und dann sucht man sich hier die folgende Fertigkeit raus. Hier, Sonnenfaust. Muss mal gucken, wie gut die Attacke ist. Auch oben, ne, rechts, sieht man auch so kleine Gesichter-Smiles oder was das auch immer ist. Da sieht man, welcher Charakter was erlernen kann. Also alle können es erlernen. Und das sind auch die Rassen da oben. Weiblich, männlich. So. Genau, das ist hier verdammt gut. Und das erinnert mich an manchen Rollenspielen, wie zum Beispiel Ragnarok Online. Und zwar kann man hier, sag ich mal, aus verschiedenen Werten nach jedem Levelaufstieg, das Spiel basiert ja auf dem Levelprinzip, kriegt man halt Attributpunkte und diese kann man dann hier verteilen. Ich habe noch 6, sag ich mal, über, die werde ich jetzt immer verteilen. So. Zack, habe ich. Das finde ich richtig nice. Man kann sich auch verskillen, wie auch immer. Man kann ein Special Char, sag ich mal, sich ergaunern. Und wie man schon oben rechts sehen kann, ich bin schon Level 14 und zum nächsten Level brauche ich noch 384 irgendwelche Punkte. Ich denke mal, das ist nicht viel. Und unten sieht man auch meinen Kontostand. Hab schon ein bisschen, ja. Aber ich habe auch viel verbraucht, muss ich sagen. Das muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch vieles Kleidung etc. gekauft. Was kann man auch? Genau, Kampfobjekte. Denn im Kampf selber kann man auch Objekte benutzen. Ne? So kleine Pots, Items, wie bei World of Warcraft. Man kann sich hochpotten und so ein Kram. Kann man auf jeden Fall benutzen. Dafür hat man 4 Slots hier frei, wenn man halt am Steuerkreuz rechts drückt, je nachdem wie die Tastenbelegung bei euch ist und zusätzlich noch eine der Zahl hier drückt, kann man sich da ein bisschen mit der Gesundheit hochpushen. Braucht man ab und zu mal, sage ich euch, ne? Ab und zu mal wird es richtig knifflig und eng und dann braucht man schon ein bisschen einen kleinen Boost dahinter, sonst wird das mit der Main Quest nichts, ne? Ist auf jeden Fall sehr interessant. Chat bearbeiten, hier kann man, sage ich mal, schnelle Hotkeys einsetzen, wie man halt im Chat, oder beziehungsweise sind die eher gedacht für einen Kampf, dass man schnell sagen kann, hier vielen Dank, oder halt hier generell in der Story, hier, wie die hier rumlaufen, einfach kurz irgendwie sich zum Verständigen irgendwas sagen, ne? Oder halt selber im Kampf, ne? Wenn man unten sieht, Angriff steht da, zack, Angriff, dann weiß derjenige, ach, wenn ihr jetzt kein Teamspeak haben oder irgendwelche Leute aus irgendwo mit euch spielen, die man nicht kennt, kann man sich damit schnell kommunizieren, ne? Ist auf jeden Fall nicht schlecht, sag ich mal. Nee, ich will ja nichts ändern. Ich habe die jetzt bis jetzt noch nicht benutzt, deswegen ist das für mich eigentlich uninteressant. Ja, und wie gesagt, sonst kann man hier Zubehör irgendwann später reinhauen und Z-Seele. Ich weiß nicht, was das ist. Bin noch, sag ich mal, wie gesagt, Level 14, werde ich mal sehen, was das ist. Mal schauen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, da war ich erstmal Level 4 oder 5. Kann man mit diesem Char irgendwann mal ein Super Saiyajin werden oder irgendwie so? Ja, kann man. Man kriegt die Fertigkeit irgendwann und dann kann man auch Super Saiyajin werden. Finde ich richtig nice. Dann bin ich mal gespannt, wie die Haare aussehen werden. Wahrscheinlich blond oder bleiben die so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie der Charakter sich so verwandeln wird. Denn immerhin gestaltet man den so, wie man es möchte. Und dann bin ich mal gespannt, wie der aussieht, ne?
Und ob es Super Saiyan 4 vorhanden ist, weiß ich jetzt nicht. Also als Charakter, selbstständiger Charakter, ja, aber ob man sich verwandeln kann, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin da noch ganz neu unterwegs und werde euch zwischendurch, sag ich mal, informieren, wenn ich was Neues weiß oder sonst was und euch, sag ich mal, im nächsten Video auf jeden Fall erklären, was für Shops hier sind. Geh zurück. So. Warte mal hier. Und ein Industriegebiet werde ich euch mal die Shops auch zeigen, was man da kaufen kann, was man verbessern kann. Es gibt da auch andere, sag ich mal, NPCs, was man da auch machen kann. Und. Wir werden uns, wie gesagt, damit echt beschäftigen, aber fixiert auf Twitch-Kanal, auf meinen Twitch-Kanal. Wie gesagt, schaltet vorbei. Schaut vorbei auf jeden Fall. Der Link zu meinem Kanal findet ihr hier unter dem Video. Jo, lasst einen Follow da oder sonst was, sonst wisst ihr ja nicht, wann ich streame, weil ich streame eher spontan. Feste Streamtage sind eher am Wochenende, Freitag und Samstag, da spiele ich aber auch andere Spiele. Deswegen, ja, nicht wundern, wenn da kein fester Termin steht, wenn ich Dragon Ball spiele. Ne? Die letzten Tage habe ich richtig gesuchtet und werde auch weitersuchen. Das Spiel macht richtig Laune und ist total was anderes. Und ja, auf jeden Fall eine schöne Sache, auf jeden Fall, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich beende jetzt mal diesen Part und wir sehen uns dann im nächsten Part. Und ja, kauft euch das Spiel. Viel Spaß beim selber Spielen. Bis dahin, euer Sakatiess. Ciao.